Hallo meine Lieben, ganz herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich bin die Emma und ihr könnt den Leuchtturm sehen, deshalb wisst ihr auch direkt, wo wir sind. Wir sind bei dem Bazar und ja, ich habe euch versprochen, dass wir nochmal eine Shoppingtour machen werden und die machen wir auch, bevor der Bazar verschwindet. Der ist nämlich nur eine Woche da, also sprich nach dem nächsten Update ist der weg. Das heißt quasi entweder Mittwoch ganz früh noch shoppen gehen oder Dienstag. So, und ja, ich habe mir eine kleine Liste gemacht mit Sachen, die ich gerne hätte. Und ja, wir fangen direkt an. Und zwar ist es hier einmal diese super stylische Brille. Finde die klasse. Ich würde die einmal so bezahlen. Dann hatten wir hier einmal diese Decke. Die finde ich einfach so schlicht. Das passt einfach total gut. Das kann man irgendwie verwenden, denke ich. Jetzt habe ich wieder Platz, ein paar Sachen noch zu verkaufen. Ich habe mir nämlich ein paar Sachen mitgenommen. So. Absolut fantastisch. Dann habe ich aufgeschrieben. Ah ja, genau. Auf jeden Fall keine rosanen Sachen, aber hier den. Den finde ich absolut genial. Brauchen wir. Dann habe ich mir aufgeschrieben diese Gamaschen, weil ich die einfach total genial finde. Finde, die haben so einen lila Stich. Mag die aber trotzdem. Ganz gerne. Dann hatte ich mir aufgeschrieben, auf jeden Fall das Teilchen. Weil ich finde, das macht einfach was her und da kann man auch ein schönes Outfit so kreieren, denke ich mal. Dann gibt es noch hier diesen blauen Sattel, der hat was und ich glaube, er könnte auch zu dem einen oder anderen magischen Pferd ganz gut passen. Den machen wir auch mit. Nee, passt nicht. Einmal so. Dann habe ich noch mal, welche habe ich mir da aufgeschrieben? Das waren einmal die hier. Genau, das waren die. Die kaufen wir uns auch so. Dann einmal diese. Und zu guter Letzt der Sattel. Der ist nämlich einfach sehr schlicht und ich glaube, den kann man auch sehr gut irgendwo reinbauen. Sehr, sehr schön. Meine Tasche ist proppevoll. Das sind hier diese neuen Sachen, die wir jetzt geshoppt haben. Ich bin aber noch nicht ganz fertig, denn es wird noch eine Robbe definitiv einziehen und ich weiß noch nicht, ob es vielleicht sogar noch mehr werden. Denn in meinem Club, die Mädels haben auch diese Robbe und diese passt einfach so gut zu diesem Pferd. Das ist einfach ein Muss. Und ich suche mir auch noch eine zweite raus, obwohl ich überlege, auch so ein Schweinchen, aber die Schweinchen catchen mich tatsächlich nicht so. Schwierig, absolut schwierig. Es gibt viel zu viele süße Robben. Dunkelgrau oder schwarz. Grau mit Punkten. Ach Gott. Die richtig viele Haarvariationen einfach gemacht, weil sie dachten, ja, das passt. Damit kriegen wir die Leute rein. Ich glaube, es wird noch diese hier werden. Rein. Okay, das heißt, wir haben jetzt insgesamt vier Robben. Die ich ausgestattet habe hier. Diese hier. Diese hier. Die wir direkt auch zum Reinpacken, weil die einfach total perfekt passt. Und ja. Es war zwar nur eine kurze Shoppingtour, aber ich finde, es lohnt sich definitiv, hier Coins auszugeben. Ich will jetzt nicht, dass ihr euch unendlich viele Tiere und Sachen kauft und so weiter. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Und mir macht es immer persönlich sehr, sehr viel Spaß. Und ja, wenn euch diese kleine Shoppingtour gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ihr könnt ja gerne mal reinschreiben, was ihr, wenn ihr was geshoppt habt, was ihr geshoppt habt. Zumindest an Pferden und Haustieren. Bei Klamotten ist immer so ein bisschen schwierig. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Meine Lieben, ciao, ciao.